Willkommen hier zu der nächsten Druckereimission, meine süßen kleine Geldscheinchen. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Das war dann wohl der Kanon. Wir haben keinen Wagen, wir haben nicht mal ein Taxi. Wir haben eigentlich nichts. Genau, und mit nichts meine ich nichts. Mit nichts meine ich Sanchez. Die haben wir jetzt, genau. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, da wir das Spiel hier schnell durchzocken wollen, das, was wir haben, können wir uns ja hercheaten. Denn es macht keinen Sinn, wenn wir mit euch hier zur Villa fahren und das holen und dann da zu dem Punkt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Und wenn nicht, dann nicht. Der Sound ist schon komisch. Wir haben übrigens Vollmond und wir haben schon 22.30 Uhr. Hat sich so angehört, geil. Ja. Geil, geil, Kaschos. Das wird jetzt hier natürlich hart. Alter. Ich muss ein bisschen mehr Deckung machen. Ich glaube, die eine hat ein Präzisionsgewehr, deshalb kann die auch so gut. Ich glaube, die da. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Da oben auf dem Dach. Scheiß drauf. Oh nee. Ja, das war's jetzt eh. Fuck. Du hast die Platten zerstört. Das habe ich nicht gewusst. Du hast nichts gewusst. Du weißt überhaupt nichts. Du hast die Platten zerstört. Die Platten sind kaputt. Du hast die Platten zerstört. Die Platten so zerstört. Du machst mich platt. Ich bin geplättet von den Platten, die mich zerstört haben. Der Singvogel hat die Platten zerstört. Und dabei gesungen. Und dabei gesungen und niedergerungen, also zerstört. So, wir brauchen hier. Du hast mein Leben zerstört, GTA Vice City. Mein Leben ist für'n Arsch mit GTA Vice City im Arsch. Was hat das denn hier von? Es ist ja. Ja, ich weiß, wir sind einfach poetische Dichter. Ja, das ist die Kreativität, die einfach aus uns raussprudelt. Da kommen halt verschiedene komische, teils auch normale Sachen dabei raus. Genau, und die sprudelt noch mehr wie spritziges Mineralwasser. Sprudeln und spritzig, ja, das ist so witzig. Deine Mutter ist bescheuert. Schwanger. Ein Engel. Wir haben Vollmond. Mutter Tools, das ist natürlich auch ein Ding. Ja, Mutter Tools. Tools gegen die Mutter. Wenn dieser Cheat wirklich geben würde, dann. Mach aber jetzt die Scharfschützen-Kapisch. Ja, ich hab Kapisch. Das ist die mit der Wuchtbrumme. Wuchtbrumme? Oben auf dem Dach. Ja, dann machen wir hier erstmal die, aber noch leben. Gut. Ja, das war's. Oh. Nicht drauf schießen. Aber ein bisschen. So dass sie halt stehen bleiben muss. Wo sind die jetzt? Ach, da guck! Jetzt schnappt sich schon die eine hier. Oh. Oh nee, das war scheiße. Nee, die Platten. Wo sind sie jetzt? Oh. Ah! Ah! Jetzt haben wir sie. Ui, das ist aber gut. Das war so weniger geplant als
Nee, geplant war es gar nicht. Ich meine, sowas kannst du nicht planen. Nee, du kannst überhaupt nichts planen. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Guck mal, ich habe sogar kein einziges Prozentchen Leben weg. Prozentchen. Prozentchen, diese Verniedlichungen, die hasse ich immer. Prozentchen, Babychen. Schnuggelchen. Mutterchen. Omachen. Papchen. Hey, Papchen, du Pappbecher, du. Pappgesicht. Pappnase. Wie die immer vor der Druckerei warten. Ja, die wissen, wo wir wohnen. Die wissen, wo dein Haus wohnt. Druckerei erworben. Wir haben es gepackt. Wir haben es noch besser gepackt als gepackt. 8000. 8000, Alter. Das sind ja Geldscheiße, ey. Genau. Wir sind Geldesel. Wir kacken unser eigenes Geld. Wir kacken unser Geld. Speichern. Nein, jetzt gehen wir jetzt sogar auf mein Taxi. Wegen dem Pillepalle speichern wir jetzt nicht. Doch, das ist nicht Pillepalle, das ist Kallemalle. Kallemalle. Oh, die Taxi-Mission, das ist gar nicht so mein Fall. Ich mach's aber trotzdem. Ja, wenn du es machen musst. Ja, ich muss. Und die kleine, dicke, freche Biene Maya. Die hat eine Mutter, die heißt Tanja. Okay, we got a high class fare and he's picking up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. Tommy hier, ich. Who? 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 Hole die Vips. Die VIP auf Starfish. Oh, scheiße, Alter, das ist Zeitlimit. Ja? Du so. Hilalalala. Nee, noch besser, ich eher mehr so hier. So Hilli-Milli-Hilli-Zi, Kittikin-Milini. Hilli-Milli-Tante Hilli, gib mir eine. Gib mir eine Pille, das ist mein größter Wille. Die Very Important Person. Ja, so gib mir die Wille, das ist... Nee. So gib mir die Wille, das ist mein letzter Dingens. Oh. So gib mir die Pille, das ist mein letzter Wille. Oh. Hey, du Arschloch. Legst du dich hier mit Vissetti Tommy an? Mit deinem Chef? Nix Chef, das ist gegnerisch. Ach so. Gibt's noch eine gegnerische Taxi? Stimmt, hast recht. Natürlich habe ich recht. Natürlich hast du nicht recht. Komm, wir bumsen mit der Wand hier. Das geht nur auf Moped. Ach, schade. Hey, ging es nicht mehr so Drive-By? Nö, hier glaub noch nicht. War das bei Simon Trees? Ja, da gibt's das. Ich glaube, da gibt's erste Drive-By. Natürlich dürfen wir hier das Taxi-Ding nicht in die Luft jagen, sonst haben wir auch keinen VIP-Gast. Wobei, aber wir können hier ein bisschen draufballern. Ja, guck, jetzt steigt er aus. Nein, ich tu dir doch nichts. Alter, hast du hier ein Problem? Ja, mit dir. Und zwar ein gewaltiges. Oh ja, und ich hab... Oh je, wenn jetzt alle Taxis hier hinterher fahren würden, dann... Ja, guck, nur gegnerische. Taxi, Taxi. Taxi, kam das nicht mal irgendwie auf RTL 2 oder irgendwo im Fernseher? Ja, Fernseher. Der qualmt schon. Ja. Unseres ist einfach besser. Kaufmann-Taxi ist das einzige. Genau, Kaufmann. Marco Kaufmann, wie würde sich das anhören? Scheiße, irgendwie passt nicht. Marco Xi, das passt viel besser. Marco Xi, der Koksbaron. Hier kommt Marco Xi, der Koksbaron. Nee, aber ich will mal Kaufmann heißen. Marco Kaufmann, wenn ich heirate. Guckst du die Frauen nach dem Namen? Genau. Du siehst zwar scheiße aus, dein Name ist geil, ich heirate dich. Willst du mich auch heiraten? Weißt du, so nach dem Motto. Mhm. Wie macht man eigentlich am besten Liebesgeständnis und wann macht man das? Am besten vor der Hochzeit. Ja, genau so. Schatz, muss ich was sagen, jetzt hab ich's. Schatz, du bist noch nicht mein Schatz, aber willst du mein Schatz werden und mich jetzt heiraten? Dann sag ja. Schatz, wir kennen uns jetzt schon seit 10 Jahren und ich weiß, dass das bei uns was Festes ist.
Und darum möchte ich hier jetzt zum ersten Mal sagen, ich liebe dich. Nicht. Also, ich hasse dich. Willst du mich heiraten? Ich hasse deinen Charakter, deinen Stolz, deine Eigenart. Dein Aussehen, deine Arroganz. Ja, ich hasse dich einfach. Willst du mich heiraten? Nicht. Ja, ich will nicht. Oh Mann. Boah, ich hab richtig Bock auf Kuschen. Ich esse noch 5 Kilo Kuschen. Boah, ich hab richtig Bock auf 1 Million Euro und einen Eimer voller Chicken Wings und Sonne, Strand und Meer. Ja, auf das hab ich Bock. Mit Geld, rechts, vor allem links und rechts. Komm, wir tauschen hier Eimer Geld gegen Eimer Chicken Wings. So, nächste Mission. Einer hat hier Fallout 4, der hat 2000 Kronkorken an Bethesda geschickt und kriegt das Fallout 4 durch die Kronkorken. Geile Scheiße. Was? Wie nochmal? Ich hab's gerade jetzt hier nicht so Bethesda, verstanden. Da ja? Hat ein Typ, ein Fan, hat den 2023 Kronkorken geschickt. Und gesagt, ja, für 2023 Kronkorken würde ich gerne das neue Fallout 4 bekommen. Und Bethesda hat einfach mal gesagt, ja, mach mal. Ich weiß nicht, hast du die Verlosung von der Razer-Kleidung und so bei PC-Welt angeguckt? Nein, hab ich natürlich nicht. Also hast du. Nein, hab ich nicht. Also hast du. Ja, wirklich. Ja, egal, auf jeden Fall. Ich habe schon lange kein PC-Welt mehr angeschaut. Ja, klar, vor allem, weil das Drohnenvideo vor 3 Wochen kam, ne? Ja. Yeah. So lang ist das nicht. Doch, ich finde schon lang. Ja, für dich vielleicht schon. Ja, für dich nicht. Nee. Lass immer wieder, dass wir andere Ansicht haben. Ja, genau. Wir passen einfach nicht zusammen. Wir sollten uns scheiden lassen. Wir sollten nicht mehr miteinander tun. Du Scheide, ich lass mich von dir scheiden. Ja, das sind die Wortspiele von mir. Gell, wir müssen sie ausschalten und zerstören. Wir fahren jetzt hier mal mit unserem Kaufmann-Taxi weg. Jagen das Kaufmann-Taxi in die Luft. Ja, genau. Wir machen es einfach auf die harte Tour. Das ist wirklich Wahnsinn. Oh, jetzt haben wir 2 Kopfsterne. Habe ich jetzt Kopf oder Kopfsterne gesagt? Kopf. Hey, du Kopf. Hey, du Korb! Die sind echt stabil, diese Kaufmann-Taxis. Mhm. Kannst du quasi. Ich glaube, der kommt auf uns zu. Oder auch doch nicht. Nee. Der fährt in die andere. Und was wetten wir, der fährt jetzt hier im Rechteck? Also im Quadrat. Im Rechtquadrateck. Im recht quadratischen. Im rechten quadratischen Eck. Oh, Cops. Mach einfach kaputt. Ja, dann muss aber unser Taxi hier ein bisschen weg. Mach doch nicht mit der. Weißt du, ich kann da jetzt nicht so lange wechseln, sonst sind wir bald verhaftet. So, das ganze Sechs. Hast du Glück gehabt. Alter, wir haben schon 3 Cops. Hinter. Die haben uns in die Mangel gebumst. Hier, einer von vorne, einer von hinten. Genau, und der andere noch von der Seite und wir qualmen hier. Und danach gibt's einen Puff. Tuff, 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 wir gehen in den Puff. Nein. Aber da können wir uns... Also, wenn Taxis gehen, aber ich glaube, die gehen nicht zum Umlackieren. Doch. Geil. Das Umlackieren gelb. Ja, eben. Sehr gut. Was hat er gerade gesagt mit der Kontrolle hier? Keine Ahnung, Mutterkontrolle. Wahrscheinlich, was du wolle. Was du wolle, Kontrolle. Ganz gewiss keine Arschkontrolle. Was du wolle, Kontrolle. Was du wolle, Kontrolle, du Olle. Was du wolle, da Kontrolle
Und war mit Wolle. Hast du Wolle, kriegst du automatisch Kontrolle. Also was du noch mehr Wolle, außer Kontrolle und Wolle. Hast du Kontrolle, kriegst du Wolle, Control Freak. Was weiß der Kuckuck, wo der Taxifahrer ist? Der wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Scheißegal, ich liebe dich. This is why I stay inside. Du verkackter Taxi. Oh, 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 komm! Steig hier ein! Alter, das war so knapp. Du Knabe. Das war knapp, du Knabe. Knappe. Das war knappe, du. Knabe. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Hey, nee. Weiß der Geier oder weiß er's nicht? Ich sag dir ein Gedicht. Nee. Weiß der Geier oder weiß er nicht? 1, 2, 3, dir sagt's das Licht. Und das Licht, das hat eine Geschichte. Und das Licht kannte ein Wicht. 1, 2 oder 3. Was richtig ist oder nicht, sagt er gleich das Licht. Jo, das wäre auch so. Hast du es früher mal angeguckt? 1, 2 oder 3, nee, das mochte ich nicht. Da habe ich lieber da das Tabaluga-Dingens angeguckt, da mit dem einen Typ da mit den Stehhaaren. Wie hieß das? Ich weiß es schon weiß gar nicht mehr. Geier oder weiß er nicht? Scheißegal, ich weiß es. Weißt du, was auch geil war? Wo die Leute im Toys R Us rumgelaufen sind und alles einpacken konnten in einer bestimmten Zeit. Das ja. War geil. Ich weiß nur nie mehr, wie es heißt. Das machen die jetzt auch nicht mehr. Das war ziemlich teuer für die. Ja, das ist verständlich. Wir speichern, oder? Wie lange geht die Mission? Ich glaube, es ist wieder Zeit für einen Cut. Kann das sein? Wir speichern. Ein Part noch und dann gehe ich wahrscheinlich zu meiner Oma noch. Ja, also durch die Verspätung, 2 müssen noch drin sein. Nee, ein noch. 2 müssen noch drin sein. Mittagessen, nein, das geht nicht. 2 müssen noch drin sein. Zwei. Eine. Was muss ich? Oh nee. Oh nee, Mercedes. Die müssen wir zum Puff wieder bringen. Oder vom Puff holen. Und zu mir rein. Wo haben wir die das letzte Mal einen Puff abgeholt? Nein, die haben wir letztes Mal zum Puff gebracht. Dann holen wir sie jetzt wahrscheinlich vom Puff ab. Arbeitet die da eigentlich? Arbeitet da, ja. Was für eine billige Hure. Ja, der Vater hat eine Yacht, die größer ist als ihr Luxusschiff. Nee, der ist ja abgehauen. Nee, das war doch gar nicht der Vater. Nicht? Ah nee, das war der gar nicht. Das war der Liebhaber oder irgend sowas. Ah ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Beziehungen zueinander. Die Furzen. Da 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 Drücke auf die Hupe. Wahrscheinlich bumst die in so einer Garage. Ah, wir müssen sie retten. Das wird hart, ne? 2, 4, 6. 6 Wagen. Du nimmst einmal deine Pistole und machst. Ja, und die fahren mich um. Ne, halte durch bis die Zeit. Ja, ich weiß ja nicht, aber. Ich glaube, wir hauen da jetzt einfach ab, oder? Du kannst theoretisch im Kreis fahren. Das stimmt. Ach, aber das fand ich echt immer schwierig, da durchzuhalten. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Nee, das im Kreis ist eine gute Idee. Ja, macht am meisten Sinn. Aber wenn ich hier jetzt aussteigen würde, dann hätten die mich gleich. Oh. Komm, da packen wir noch. Das soll nicht zu langsam machen, man muss halt Vollgas draufnehmen. Ja, das kriegen wir jetzt hin. Oh, die rammeln einen ganz schön.
So, und jetzt? Oh, das ist doch der Endboss. Scheiß. Ach, und dann kriegen wir ja das Taxi zur Belohnung. Müssen wir das jetzt, ja, schalte das Taxi aus. Wow. Gott sei Dank haben wir die Bummel. Ja! Yes, baby! 5000! Es lohnt sich langsam, gell? Die Investition. Yeah, jetzt wird's richtig krass. Jetzt würde ich sagen, jetzt holen wir... Wo ist denn hier unser Taxi? Jetzt holen wir unser Geld ab, kaufen einen neuen Club, speichern, dann machen wir den letzten Part. Richtig. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Scheißegal, GTA Vice City mag ich voll. Nicht. Doch. Moment, wir können uns doch die Bootswerft jetzt kaufen. Komm, wir kaufen uns die Bootswerft. Du bist eine Bitch. Wir kaufen jetzt die Bootswerft. Ja, komm, für 10, das ist ja ein Sonderangebot. Für 20, oder? Nee, 10. 10, glaube ich, oder? Na, da guck. Gekauft. Hey, Suit Dude, I guess you're the new owner. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. The fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat. Dude. Bootswerf gekauft. Ich glaube, da gibt es keine Missionen, oder? Gibt es da Missionen? Ich glaube nicht. Doch, klar. Sagt. Nee, wir können hier nur abspeichern. Gut, das passt. Nee, ich glaube, da gibt's. Warte, wir schauen mal da vorne, ob es da. Nee, ich glaube, da gibt es gar keine Missionen. Okay. Wenn es so ist, dann ist es mir auch recht. Und ich glaube, in der Eisfabrik gibt es auch keine Mission. Was gibt es noch zum Kaufen, wo es eine Mission gibt? Überleg mal. Was gibt es denn noch zum Kaufen? Autohaus hat auch keine Mission. Schaut mal da drüber. Schon zu spät. Malibu Club. Das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? No. Dann fahren wir jetzt zum Malibu Club. Und dann machen wir einen Cut. Okay, mal gucken. Ja, wir können das Ding jetzt eh nicht kaufen. Jetzt gehen wir erst noch einmal zur Villa. Und dann machen wir so, ich kann das Spiel hier ja eine halbe Stunde laufen lassen, sammle das Geld ein und dann müssen wir da nicht so lange rumeiern. Oder nee, wir lassen das Geld laden, also beziehungsweise halt sich vermehren. Mhm. Und in der Zwischenflug und Schießstand gibt es auch noch. Hätte ich jetzt mal so gesagt und ja. Hätte ich so gesagt, ja. Ich glaube, das passt so. Ah, das ist ja schnell. Schon 5000. Komm, wir nehmen den Heli, da sind wir schneller da. Versailles Estate. Oh ja. Gut, Waffen haben wir noch. In eine Richtung würde ich auf jeden Fall ändern, aber sonst würde das auch. Nee, also ich finde das geil hier, das schwarze Marmor und die Tapete das und Marmor Rot. Ist okay, aber das Rot ist. Das Rot ist geil, ohne Witz. So scheiße, aber ich glaube, ich mache hier einen Puff aus meinem Zimmer. Ich streich's, glaube ich, Puffrot. Mach einen Rotlichtbezirk draus. Ja, genau. Du musst dir doch deinen Personalausweis zeigen. Geh ich mir ziemlich auf den Strich dann. Ja, genau. Nee, ich habe vor, mein Zimmer in so einem Orange zu streichen. Orange. 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 Also ich habe die super Vorstellung, mein Zimmer in Orang-Utan-Farbe zu streichen. Orang-Utan. Orang-Utan. Der neue Farbmix aus Orang-Utan und Orange. Das war mal geil gelandet, was? Das war nicht geil, sondern es war geil. Ah, und die PCG-Dingens, die müssen wir ja auch noch machen.
Da gibt es ja, ach, da gibt es noch so viel, dass man es gar nicht aufzählen kann. Wie heißen die Schwedisch House Band oder Sibo? Schwedisch House Mafia. Ja, irgendwie so, ne? Scheiße, wir haben die Mafia im Haus. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, zum Schluss schauen wir uns hier noch die Titten an mit dem Präzisionsgewehr. Zoom damit. Sollen wir jetzt so eine Titte wegschießen? Und uns dann selber hinkleben. Vielen Dank fürs Zusehen. Und, nee, Moment. Diaz hat Taubenschießen gemacht. Wir machen Tittenschießen. Also es bringt jetzt nichts mehr. Wir machen Schluss. Also man sieht sich, ne?